Die Realisierung der ersten und zweiten Etappe im Projekt Karma gibt uns die Möglichkeit, ein neues Quartier zu schaffen. Und der Anspruch des kleinen Quartiers ist es nicht nur, diese grüne Umgebung, die wir hier vorfinden, aufrechtzuerhalten und wiederzubeleben, sondern auch unterschiedlichen Nutzergruppen einen Raum und Platz zum Leben zu bieten. Der überwiegende Teil der Mietwohnung respektive Stockwerkeigentum haben einen großzügigen Außenbereich, der zur privaten Nutzung dient. Im Inneren des Areals gibt es verschiedene Stellen, an denen sich die Bewohner auch mit ihren Nachbarn treffen können. Die Kinder, die hier zukünftig das Quartier beleben werden, spielen können, sich ausleben können. Und gleichzeitig wird die heute schon vorhandene Bevölkerung nach wie vor die Möglichkeit haben, das Areal Karma zu queren und den grünen Raum auch genießen können. Neben den 3000 Quadratmetern Gewerbefläche werden wir ca. 140 Wohnungen auf dem Areal haben. In der ersten Etappe zusammengesetzt aus 50 Eigentumswohnungen im Gebäude Columbus, 40 Mietwohnungen im Gebäude Da Gama und 50 weiteren Mietwohnungen im Gebäude Cook. Dadurch werden wir ein belebtes und auch durchmischtes Areal haben. Ist es uns wichtig, dass wir Raum und Platz bieten für unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben sowohl vorgesehen, dass sich Familien wohlfühlen können, als auch Alleinstehende wie auch junge Paare. Die Gewerbeflächen, die wir vorsehen, bieten auch die Möglichkeit, dass Gewerbetreibende direkt auf dem Areal tätig sein können. Und auch die heutigen Anforderungen hinsichtlich Homeoffice wollen wir abdecken mit entsprechend zubuchbaren Räumlichkeiten, die es ermöglichen, auf dem Areal nicht nur zu wohnen, sondern auch zu arbeiten.